Die digitale Transformation bedeutet, dass alle Industrien und Lebensbereiche durch das Aufkommen von digitalen Technologien und Computern umgewälzt werden. Die Digitalisierung von Geschäftsmodellen, Produkten, Dienstleistungen und Prozessen führt dazu, dass die digitale Transformation für Unternehmen aller Branchen unausweichlich wird. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihr bestehendes Geschäft auf Basis von digitalen Technologien weiterzuentwickeln oder sogar komplett neu zu denken. Denn zuvor erfolgreiche Geschäftsbereiche funktionieren einfach nicht mehr so wie früher oder brechen sogar komplett weg. Doch wie kann die digitale Transformation aus Sicht der Organisationsentwicklung betrachtet werden? Und damit herzlich willkommen hier bei Berg & Macher. Wir sind OrganisationsentwicklerInnen und geben euch in unseren Videos Einblick in die Themen agile Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur. Mein Name ist Kim und im heutigen Video werfen wir einen tieferen Blick auf die digitale Transformation. Bevor wir genauer auf dieses Thema eingehen, müssen wir den Unterschied zwischen digitaler Transformation und Digitalisierung klären. Digitalisierung bezeichnet zunächst, dass Informationen in maschinenlesbare Daten übersetzt und gespeichert werden. Bei der Digitalisierung geht es darum, Vorgänge digital abzubilden und bestehende Geschäftsprozesse zu automatisieren. Die digitale Transformation verändert komplette Geschäftsmodelle, Prozesse sowie die Wertschöpfungskette im Unternehmen, als auch die Gesellschaft langfristig. Unternehmen, die beispielsweise zuvor Produkte wie Autos oder Maschinen hergestellt und verkauft haben, setzen sich jetzt damit auseinander, wie sie zusätzliche digital gestützte Dienstleistungen rund um das Produkt anbieten können. Und das erfordert auch, dass Unternehmen sich in ganz neue Kompetenzbereiche hineinbewegen müssen. Beispielsweise setzen sich Landmaschinenhersteller nicht mehr nur mit ihrem Kerngeschäft der Produktion auseinander, sondern mit dem kompletten Prozess der Felderbestellung und zum Beispiel auch der Ernte. So bieten sie ihren Kunden datengeschützte Dienstleistungen rund um die Abnahmeprognose für Erntegüter an oder zum Beispiel auch für die vorausschauende Ersatzteilversorgung. Weitere Informationen zu diesem Thema findet ihr auch auf unserer Webseite bei dem passenden Blogartikel. Der ist nun unten hier verlinkt. Obwohl Unternehmen zum Teil Millionen in die digitale Transformation investieren, scheitern Change-Initiativen häufig. In unseren Gesprächen mit Kundinnen, die zuvor versucht haben, Change-Projekte zur digitalen Transformation umzusetzen, werden hier immer wieder folgende 5 Gründe für das Scheitern der digitalen Transformationsvorhaben genannt. Erstens. Es gibt keine Vision, wie das Unternehmen in 5 Jahren nach intern und nach extern zukunftsfähig aufgestellt sein wird. Als zweites, dass es keine langfristige Denkweise der Führungsebene gibt. Für langfristige Veränderungsprozesse ist oftmals gar kein Platz, wenn das Management nur auf kurzfristige Ergebnisse hin incentiviert wird oder bereits nach 1 bis 2 Jahren schon wieder weiter rotiert und an dem nächsten Platz sitzt. Das führt dazu, dass viele Transformationsvorhaben nur zögerlich angegangen werden oder auch im Tagesgeschäft komplett untergehen. Drittens, keine Berücksichtigung der Unternehmenskultur. Die Geschäftsführung und Führungsebene vernachlässigt und unterschätzt die Bedeutung der bestehenden Unternehmenskultur bei der Initiierung der digitalen Transformation. Die bestehende Kultur und die Art und Weise, Dinge zu tun, kann jedoch tief verwurzelt sein, dass Veränderungen und neue Ideen sich gar nicht erst durchsetzen. Viertens, es gibt keine Möglichkeit zur Anpassungsfähigkeit. Unternehmen befinden sich oft in einem starren Korsett aus bestehenden Prozessen, Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen und fühlen sich gelähmt, dass sie nicht wissen, wo sie als erstes ansetzen sollen. Und als fünftes, dass es keine ausreichenden digitalen Fähigkeiten im Unternehmen gibt. Um Ideen rund um datengeschützte Dienstleistungen entwickeln und umsetzen zu können, brauchen die Mitarbeitenden digitale Fähigkeiten. Es reicht nicht aus, Innovationen von außen einzukaufen und mit anzubieten. Die digitale Transformation bedeutet für Unternehmen nicht nur, digitale Tools einzuführen und bestehende Prozesse mit neuen Technologien zu digitalisieren. Die erforderlichen Veränderungsprozesse greifen vielmehr tief in die bestehende Organisation, ihre Strukturen und Geschäftsmodelle ein. Damit wird die erfolgreiche digitale Transformation auch eine Frage der bestehenden Unternehmenskultur. Zukunftsfähig werden am Ende die Unternehmen sein, die die Unternehmenskultur berücksichtigen und die digitale Transformation ganzheitlich gestalten. Wenn ihr zusätzlich erfahren wollt, wie sich die digitale Transformation von der agilen Transformation unterscheidet, dann schaut im Video vorbei, das jetzt hier eingeblendet ist. Also, los geht's! Jetzt seid ihr Macher gefragt. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Gestalten eurer digitalen Transformation. Servus!